Nudeln, wer kann ihnen widerstehen? Sie schmecken einfach nur gut und machen nicht dick, wenn man sie richtig kocht. Aus Italien kommt die berühmte Bolognese. Und in Thailand sind alle verrückt nach Pad Thai, den köstlichen gebratenen Reisnudeln. Das Restaurant Alter Haferkasten in Neu-Isenburg war eines der ersten, das den Hessen die italienische Küche nahegebracht hat. Heute kocht hier Francesco Pugliese. Er hat unzählige Pasta-Gerichte im Repertoire. Hier stehen ja doch ziemlich viele Zutaten. Was machst du denn eigentlich heute alles? Genau, also wir bereiten heute einmal vor Cavatelli. Und die werden wir mit Miesmuscheln und Vongole zubereiten. Und die Cavatelli machen wir natürlich selbst. Und was gibt's noch da hinten? Was ist das da? Genau, alles? Dann haben wir hier heute mal ein Ragout, also eine Bollo quasi. Eine Bollo? Ja, genau. Also, was ist ein Bollo? Ja, um es jetzt verständlich zu machen für die meisten, das Ragout à la Bolognese ist eigentlich, also das Gericht heißt eigentlich Ragout, wird mit Tagliatelle serviert. Und dann haben wir hier Zucchini, Auberginen und Tomaten. Mhm. Da machen wir Macaroni mit Zucchini-Auberginen-Ragout, was Vegetarisches, mit ein bisschen Parmesan und einer leichten Schärfe. Als allererstes machen wir den Teig. Also da haben wir hier 500 Gramm Hartweizengrieß. Mhm. Die Semola ist nochmal gemahlen, die ist nicht ganz so grob. Eine Prise Salz. Mhm. Macht ihr viel Nudeln selbst? Ja, also was machen wir alles? Wir machen Tagliatelle, Pappardelle, Cavatelli, Gnocchi, Tortelloni, Ravioli. Mhm. Die produzieren wir alle selbst. In Handarbeit. Der Teig ist jetzt schon schön geschmeidig und den vakuumieren wir jetzt, damit er jetzt noch ein bisschen aufquellen kann. Schon wendet er sich dem nächsten Gericht zu, dem Ragout à la Bolognese. Das ist das Gemüse für das Ragout. Wir haben Zwiebel, wir haben Staudensellerie, wir haben Karotte. Wer möchte, kann noch etwas Knoblauch mit dazu machen. Wer eine Küchenmaschine oder eine Moulinette oder irgend sowas zu Hause hat, der kann es natürlich auch wunderbar da durchjagen. Also klar, etwas am besten wäre es, wenn man das grob in Würfel vorschneidet. Aber es sollte schon, wenn es dann aus der Küchenmaschine rauskommt, im Grunde genommen so klein sein wie Hackfleisch. So ja, also wirklich bei uns, also in der Küche, im Küchenjargon würde man jetzt sagen Brunoise. Ja, genau. Außerdem braucht er Rinderhack, das er selbst durchlässt, und eine italienische Salsiccia aus Schweinefleisch pikant gewürzt. Ich nehme immer gerne die Salsiccia mit etwas Fenchel für die Bolognese, weil ich finde, es schmeckt, es gibt einen ganz besonderen Geschmack. Und vom Verhältnis her nehmen wir 2/3 Rindfleisch, mageres Rindfleisch, und 1/3 Salsiccia. Also das ursprüngliche Rezept, was sogar in Italien hinterlegt ist, in irgendeiner offiziellen Stelle, ich weiß gar nicht mehr wo. In so einem Konsortium, besagt, dass auch das 2/3 Rindfleisch rein müssen, 1/3 Schweinefleisch, beziehungsweise sogar etwas Speck. Ah ja. Und du ersetzt das einfach durch die Salsiccia, genau, und dann habe ich beides in einem. Und die kann man beim Italiener kaufen? Die kann man, genau, im Feinkosthandel. Im Originalrezept von der Accademia della Cucina Italiana sind alle Zutaten, die Zubereitung und sogar die Breite der Bandnudeln festgelegt. Wie jeder kreative Koch macht Francesco einiges anders. Er brät zuerst das klein gehackte Gemüse in Olivenöl an und fügt dann das Rinderhack hinzu. Das wird mit dem Kochlöffel zerteilt und ordentlich angebraten. Jetzt kommt die Salsiccia dazu. Im Grunde genommen könnte man auch Schweinehack nehmen und dann Fenchelsamen. Mhm. Und dann auch ein bisschen Speck. So genau. Muss es dann sein. Genau. Warum essen die Leute alle so gerne diese Spaghetti Bolognese, die eigentlich ganz anders heißen? Du, weil... Es ist einmal ist es ein total
leckeres Gericht, was im Grunde genommen relativ einfach zu machen ist. Und dann gibt es noch einen anderen Hintergrund, und zwar enthält die Bollo, sage ich jetzt mal, das meiste natürliche Glutamat. Also Glutamat verwenden wir hier nicht, ja, aber durch das Wurzelgemüse und die Tomaten entwickelt sich da so ein Geschmack, der wirklich sehr, sehr viele Leute anspricht. Das kann man so sagen. Lorbeerblatt. Der Ansatz brutzelt nun erstmal vor sich hin. So, jetzt machen wir ein Auberginen- und Zucchini-Ragout mit Maccheroni. Also da nehmen wir hier diese Rigatoni Napoletani dazu. Die schneiden wir auch ruhig etwas gröber. Also die müssen jetzt auch nicht ganz so fein geschnitten werden. Die Auberginen. So, und die schneiden wir jetzt etwas dünner. Und dadurch schmilzt sie dann später auch. Die Cocktailtomaten halbiert er und drückt die glibbrigen Kerne heraus. Dann ein schneller Blick zum Ragout. Also Tomatenmark. Jetzt rösten wir das mit an. Nächste Zutat ist Wein. Im Originalrezept der Accademia ist erstaunlicherweise Weißwein vorgesehen. Aber Francesco bevorzugt einen fruchtigen roten, natürlich aus Italien. Das sind jetzt passierte Tomaten. Ja. Ungewürzt, genau. Mhm. Gut verrühren, dann wird mit Wasser oder Brühe aufgefüllt. So viel. Ja. Na gut, das muss ja jetzt erstmal reduzieren. Ne? Mhm. Also brauchen wir auch dementsprechend Flüssigkeit. Und es kann auch ruhig kalt sein. Ja, ja. Das Ragout muss jetzt lange köcheln und Francesco hat am Herd schon alle Zutaten für die vegetarische Soße aufgebaut. Also auch wieder etwas Olivenöl, Knoblauch, ruhig grob gehackt. So, jetzt haben wir die Auberginen, jetzt haben wir die Zucchini. Leicht anschwenken, dann kommen die Auberginen. Auch wieder langsam angehen. Und salzen. Ja. So, die Tomaten. Und vielleicht machen wir da noch ein paar mehr rein. Jetzt gießen wir es einfach mit etwas Wasser an. Warum keine Brühe? Wenn ich jetzt heute beispielsweise eine Pasta mit Zucchini und Auberginen mache und ich überlege mir, okay, meine Großmutter in Italien hat das früher gemacht, da hat sie keine Gemüsebrühe reingeschüttet, weil sie hatte keine Gemüsebrühe, sie hat Wasser genommen. Hier ist alles auf dem besten Wege. Schauen wir uns mal die asiatischen Nudeln an. Pad Thai, daran kommt kein Tourist in Thailand vorbei und auch bei uns sind sie Standard in den Asia-Imbissen. Das sind Pad Thai Kung, die Variante mit Garnelen. Um zu lernen, wie man sie richtig macht, haben wir Sasithorn Beckrath, genannt Nam, in unsere Küche eingeladen. Zusammen mit Ewart Kornmeier. Er ist Genussexperte. Versteht man nichts? Oh, ja, ja. Obwohl sie eine fantastische Köchin ist, hat sie das Rezept mit ihren Freundinnen noch mal Probe gekocht und alles aufgeschrieben. So, jetzt, wir fangen das an. Außerdem hat sie Großeinkauf im Asiamarkt gemacht. Man braucht zwar sehr viele Zutaten für das Gericht, aber sie sind nicht teuer. Neben den Reisnudeln gibt es Sojasprossen, Knoblauch, Schnittlauch, Tofu, Chili, Erdnüsse, Eier und verschiedene Soßen. Man kann Pad Thai vegetarisch machen, mit Rind- oder Schweinefleisch oder eben mit Garnelen. Gibt es denn jetzt was Besonderes, was man jetzt hier als Zutat haben muss von diesen ganzen vielen, die kann man alle im Asialaden kaufen, ne? Die Soße, ja. Die Soße? Ja, die Soße. Was ist das denn? Das ist Tamarinde. Die gibt es in Packungen in jedem Asia-Shop zu kaufen. Die gibt es mit und ohne Kerne, wenn man sich die Arbeit sparen möchte. Und kauft man die ohne Kerne und die wird in kleine Stücke geschnitten, wird mit ein bisschen Wasser aufgekocht, wird gesüßt mit Zucker. Und es kommt dann ein ganz wenig Kokosmilch dazu. Mhm. Und das Ganze wird etwa 2 Stunden gekocht, so wie man Pflaumenmus kocht. Kann man auch irgendwas Einfacheres kaufen? Ich meine, ist sehr viel Arbeit, ne?
Kann man auch was kaufen, Tamarindenpaste oder so? Geht das auch? Nein, nicht, ja. Schmeckt nicht. Ja. Also du sagst, man muss es immer frisch machen. Kochst du immer alles frisch? Ja. Koche ich alles frisch, ja. Da gibt es aber noch eine Packung mit völlig undefinierbarem Inhalt. Thai Chai Bo Wan. Ja, sagt und, man. Und das, das kann man im Thai-Laden kaufen? Ja, kann man kaufen. Ja? Aber und? Große Laden, aha. Ich habe in Offenbach gekauft. In Offenbach, ja. Okay. Mhm. Also muss man das unbedingt haben? Muss man, ja. Ja. Das passt mit Partei. Gut, dann und das, fangen wir jetzt mal und das an. Das ist die thailändische Variante vom Sauerkraut. Das ist nämlich Rettich, der ebenfalls fermentiert ist. Diese Nudeln sind aus Reis und werden, anders als die italienischen, zunächst in kaltem Wasser eingeweicht. Gut, okay. Okay. Bei diesem Rezept ist es ganz wichtig, dass man vor der Zubereitung alle Zutaten perfekt vorbereitet hat. Wie den Knoblauchschnittlauch und die kleinen roten Thai-Zwiebeln. Die werden in dünne Scheiben geschnitten. Die Garnelen werden nicht geschält. Nam und ihre Landsleute lieben sie mit Schale. Aber geputzt werden sie doch. Ach, den Darm rausmachen, ja, gell? Ja. Ja. Wir müssen die Erdnüsse anbraten. Ah ja, damit sie ein bisschen mehr Geschmack kriegen. Ja, ne? Ja, gut. Das ist die Menge für 4 Portionen. Okay, jetzt fertig. Mhm. Gut. Nun müssen schnell die Nudeln abgegossen werden. Nach Nams Ansicht sind die 3 mm Breiten am besten geeignet. 15 bis 20 Minuten müssen sie wässern. Und was passiert, wenn man sie zu lang drin lässt? Dann die Nudeln wird zu weit. Weich? Weich, ja. Und schmeckt nicht? Schmeckt gar nicht, ja. Nee. Das sind also die Reisnudeln. Wir haben gute Nudeln jetzt. Wir haben gute Nudeln? Ja. Ja, super. Ja. Den Tofu brät Nam an, damit er überhaupt nach was schmeckt. Ich mag gar nicht Tofu, aber ist sehr gesund. Aber ich muss essen. Die abgekühlten Erdnüsse schält sie. Ach, und die werden dann gleich in den Mörser getan, weil sie dann zermörsert werden. Da das Rezept nur auf Thailändisch existiert, schreibt Bernd Kliepan alles genau mit für die Hessen à la carte Website. Und man muss sagen, so ist doch Kochen einfach nur schön. Kochen als Gemeinschaftserlebnis. Die Frauen kochen, die Männer stehen hinter der Theke und geben kluge Kommentare ab. Und trinken kein Flaschenbier. Zuerst, wir müssen essen. Bock, Bock machen. Okay. Bock, Bock. Oh, ja. So nennt man das. Ja. Bock, Bock. Okay. Aber ein bisschen kaputt, aber nichts ganz kaputt. Ja. Aha. Ja. Jetzt noch den Tofu in Stückchen schneiden. Und dann kann es losgehen im Wok. So. Ein bisschen Öl. Jede Portion bereitet Nam extra zu. Das geht ziemlich schnell und schmeckt besser. Ein bisschen anbraten, ja? Ja. Gut, so. Sobald die Zwiebelchen angebraten sind, schiebt sie sie an den Rand. Dann kommen die rohen Garnelen. Sie dürfen nicht zu heiß gebraten werden. Sobald sie außen Farbe annehmen, gibt Nam die Nudeln dazu. Und jetzt kommt für eine Person, ja? Mhm. Wir kochen für eine Person. So. Es ist bis jetzt keine Flüssigkeit im Wok. Die Nudeln werden gebraten. Damit sie nicht aneinander kleben, müssen sie immer gerührt werden. Weitere Zutat, winzige getrocknete Garnelen. Die kommen auch in die Fleischvarianten von Pad Thai. Chai Bo Wan. Ach, das ist dieser Rettich da. Ja. Dieser thailändische Sauerkraut. Ja. Ne? Mhm. Es muss die süße Rettich-Variante sein. Die Erdnüsse für eine Person. Ja? Mhm. Ein bisschen Chili-Pulver. Bei der ersten Portion würzt Nam sehr vorsichtig. Normalerweise kocht sie eher scharf. Ja. Der Tofu ist auch drin. So, jetzt wichtig ist die Soße. Ah, die berühmte Soße. Genau, Parteisoße. Mhm. Die Soße ist süßlich. Oft wird sogar noch extra Zucker auf das Gericht gestreut. Das macht Nam nicht. Die Fischsoße aus Austern ist salzig. Deswegen erstmal vorsichtig zugeben. So. Ach, nur so ganz ja. klein wenig. Ja.
Dann noch Soße aus Shiitake-Pilzen. Ja. Mhm. Ah ja, so ja, das ist jetzt dieser Knoblauch. Ja. So. Aha. Gut verrühren und dann kommt noch eine ganz erstaunliche Zutat. Ja? Eier. Ja, aha, Eier, so zum Schluss, ja. Aha. Das Ei wird untergerührt und so gebraten. Abschmecken und dann sind die Nudeln eigentlich fertig. Ja. Was hast du denn da? Das ist Karotten. Was? Die Blumen. Sieht aus wie Fische. Die Deko hat Nam schon zu Hause geschnitzt. Wenn es nach ihr ginge, hätte sie noch Salatblätter und mehr auf dem Teller drapiert. Aber es kommt noch einiges. Dekoratives Anrichten ist in Thailand sehr wichtig. Noch ein paar frische Sojasprossen oben auf. Die Männer machen schnell noch Fotos für Facebook, bevor sie sich auf den Teller stürzen. Aber Nam ist noch nicht zufrieden. Eine Chiliblume muss noch sein. Ah. Bitte schön. Guten Appetit. Dankeschön. Einfach. Ausgezeichnet. Aber eine tolle Sache. Aber der Chili. Original Pad Thai Go. Genau. Oh, toll. Sehr, sehr lecker. Das stimmt. Scharf, süß, sauer, salzig, weich und knusprig. Alles drin. Nam hat aber noch mehr vor. Die nächste Portion soll ganz besonders dekorativ sein. Auf das Omelett häufelt sie die frisch gebratenen Thai-Nudeln. Und dann? Oh, eine Tasche. Aus Omelett. Aha. Umgedreht, aufgeschnitten und dekoriert. Toll. Total schön aus. Ja, für uns sehr wichtig, ja. Mhm. Und sieht lecker aus. Ja. Mhm. Ja. Okay. Ein Essen, das alle Sinne anspricht. Zurück in die italienische Küche zu Francesco. Sehen wir, dass der Teig schön geschmeidig ist. Gerade richtig, um die Cavatelli zu machen. Gehen wir einfach her und schneiden uns kleine Würste ab. Ja. Die rollen wir jetzt aus. Wenn genug Nudelstränge fertig sind, sticht er kleine Stückchen davon ab. Von den Cavatelli gibt es verschiedene Formen. Seine sind besonders leicht nachzumachen. Kleine, ja? Müschelchen. Genau. Aha. Ja, also so sehen die dann später aus. Aha. So quasi in der langsamen Version jetzt, ja? Und wie geht die schneller? Extra für euch. Wenn jemand hilft, geht es wirklich schnell und es macht Spaß. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Mhm. So, fertig. Heute ist ausnahmsweise nur eine Pasta hausgemacht. Also wir haben jetzt die Pappardelle in dem Fall, oder Tagliatelle kann man auch nehmen, für das Ragout. Mhm. Wir haben Rigatoni für das Zucchini-Aubergine-Ragout. Und wir haben die Cavatelli für die Muschel. Also das Spaghetti zum Ragout ist eigentlich nicht typisch? Eigentlich nicht, nein. Ja, deswegen macht ihr die Bandnudeln. Genau. Aha. Und das ist Pasta all'uovo? Das ist Pasta all'uovo, genau. Die Eiernudeln kommen in den Profi-Nudelkocher. Hier braten Chili und Knoblauch für die Muschelpasta, die jetzt an der Reihe ist. Süßmuschel. So, auch wieder Tomaten.
Das sind Venusmuscheln. Die geben wir auch mit dazu. Die haben wir vorher schon abgekocht und ausgelöst. Mhm. Und der Muschelfond, den wir hier quasi haben, den geben wir jetzt hier mit rein. Das ist das, wo die drin gekocht wurden? Genau. Also die setzen wir auf mit einem Schuss Weißwein, etwas Wasser und lassen die einfach aufgehen. Mhm. Und den Fond, den geben wir jetzt hier mit rein. Die Muscheln öffnen sich in der Hitze schnell. Jetzt machst du das Mehl sieben, da weg. Genau, die sieben wir jetzt kurz durch, damit wir nachher nicht das ganze Mehl in unserer Soße haben. Mhm. Wir kochen nämlich jetzt die Cavatelli in der Soße direkt. Noch etwas Wasser, zu viel Fond würde das Gericht versalzen. Ein paar Fädchen Safran verfeinern das Ganze und duften sehr verführerisch. Ein wenig von unserer... Deinem Passito oder diese... Genau. Jeden Morgen kochen sie die Tomatensoße frisch. Und nun die Cavatelli direkt in die Pfanne zu den Muscheln. Also nur schauen, dass das Verhältnis zwischen Nudeln, Muscheln und dem Sud, den wir jetzt hier drin haben, dass es stimmt, dass wir auch genug Flüssigkeit haben, damit dass die Nudeln gekocht werden. Ja. Typisch für den italienischen Geschmack, frisches Basilikum. Von einigen Muscheln hat sich die Schale gelöst, die nimmt Francesco raus. Deckel drauf. Gleich sind die Nudeln für das Ragout fertig. Das ist einreduziert und abgeschmeckt. Aber wir schwenken sie jetzt auch nochmal durch, wie alle Pasta, die wir machen. So muss Pasta angerichtet werden, damit die Soße sich um die Nudeln schmiegen kann. Hier mal ein bisschen Parmigiano. Aha. Ah, jetzt schon? Ja. Nicht erst am Tisch? Am Tisch auf jeden Fall. Ah. Aber ich mache ihn auch immer gerne vorher. Jetzt geht es zu wie abends, wenn das Restaurant voll ist. Gleichzeitig müssen mehrere verschiedene Gerichte fertiggestellt werden. Die Muscheln abschmecken. Das Ragout anrichten. So groß sind die Portionen normalerweise nicht, aber die Gäste essen Nudeln ja nur als Zwischengang. Nun kann man sehen, wie schön sich das Ragout um die Nudeln gelegt hat. Jetzt haben wir hier unsere Macaroni. Auch zur Zucchini-Auberginensoße gibt es Basilikum und Parmesan. In der Zwischenzeit gucken wir nach unseren Cavatelli. Die sind mittlerweile auch fertig. Sieht doch toll aus. Ja, oder? Absolut. Das ist so gut. Beides. Schön. Und wie gesagt, man sollte schauen, dass man nicht zu viel Olivenöl nimmt an dieser Stelle. Ja, weil das könnte sonst leicht. Und jetzt sieht man, dadurch, dass die Nudeln ausschließlich in der Soße gekocht haben, dass die Soße schön sämig ist, ohne dass wir sie gebunden haben. Die Testesserrunde besteht aus Saverio Pugliese und einer Ernährungsberaterin, die die deutsche Olympiamannschaft betreut. Mareike Großhauser hat in Francesco den richtigen Partner gefunden, um Rezepte zu entwickeln, die gesund sind und gut schmecken. So wie diese Tagliatelle al Ragù Bolognese. Die Muscheln mit Cavatelli sind überraschend und köstlich. Gut, und hier haben wir halt einfach mal gezeigt, dass wir wirklich in relativ kurzer Zeit ein super Nudelgericht machen können. Mit selbstgemachten Nudeln, die nicht extra nochmal einen Topf brauchen, um drin gekocht zu werden, sondern die direkt in der Soße gekocht werden. Die Gemüsesoße und die bissfest gekochten Macaroni haben es der Gesundheitsexpertin besonders angetan. Alles, was Biss hat, ist für den Körper, insbesondere für die Bauchspeicheldrüse, schonend, weil sie weniger Insulin produzieren muss für die Verstoffwechslung der Kohlenhydrate bzw. für den Transport in die Zelle und sodass auch das mit Genuss gegessen werden kann.
Also könnte man doch sagen, also wenn man gerne Pasta isst, dann soll man darauf achten, dass man sie schön al dente hat, weil sie dann viel gesünder ist. Richtig. Dass man sie mit Gemüse kombiniert und mit wunderbaren Soßen, wie Francesco sie zubereitet hat, die mit wenig Fett auskommen und wo eben ja, Gewürze oder auch die Tomate in den Mittelpunkt steht. Zu guter Letzt geht es in die Toskana. Auf der Fattoria La Viala will eine Gruppe von Frankfurter Hobbyköchen lernen, wie man richtig italienisch kocht. Frische Pasta à la Carbonara steht auf dem Plan, mit vielen frischen Eiern und Mehl aus der eigenen Mühle. Zuerst muss der fette, nicht geräucherte, rohe Schinken in Würfel geschnitten werden. Die Pasta wird komplett mit der Hand gemacht, so wie es in der Toskana Tradition ist. Das Mehl nimmt die Eier beim Verrühren nach und nach auf. Dann dürfen alle kneten. Ausgerollt wird mit einem langen Mattarello, so heißt das dünne Nudelholz. Es ist gar nicht so einfach, obwohl es bei den italienischen Köchinnen so aussieht. Riesige, hauchdünne Teigfladen braucht man für die handgeschnittenen Nudeln. Die Nudelplatten sind nun fertig zum Schneiden. Die Köchin hat den Teig von zwei Seiten eingerollt. Ein Gast darf sich daran versuchen. Sofort probieren. No, 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 so. No, così. Ach so. Vai, ora perfetto. Wunderbar. Ja. Ist gelogen. Die drei Brüder Lofranco, Chefs der Fattoria, haben auch ihren Spaß. Doch Spaßfernsehen, ich merke das schon. Ja. Das Auffalten sollte eigentlich möglichst schnell und ruckartig vonstatten gehen. Auf einem großen Brett ausgebreitet sind die Tagliatelle fertig zum Kochen. Zeit, die Soße zu machen à la Carbonara, nach Köhlerart. Die Eier stammen von der hauseigenen Hühnerschar. Komplett, gut Scheibe. Das ist bis jetzt ja nur... Eigelb mit Salz. Eigelb mit Salz. Wie viele Eier? 15. 20 Eier, genau. 20 Eier. Die Schinkenwürfel geschnitten und bereit zum Braten. Porca miseria. Sì. Lo faccio io. Ma anche di peggio. Frisch gemahlenen Pfeffer drauf und Olivenöl. Aglio, aglio, aglio. Aha. Noch mehr? Man wird nicht sparsam. Gut. Die Schinkenwürfel sollen Farbe bekommen und dann abkühlen. Zeit, die Nudeln zu kochen. Vai, Toni, vai, vai. Vai, vai. Guarda qui, che shampoo. Guarda qui, faccio. Die Köchin muss gut aufpassen, denn die frische Pasta ist im Nu verkocht. Sie braucht nur circa eine Minute. Am besten probieren. Und jetzt muss alles ganz schnell gehen, das ist wichtig bei der Eiersoße. Die abgekühlten Schinkenwürfel in die Masse, in mehrere Schüsseln aufteilen und dann die abgetropften Nudeln obenauf. Dann noch mehr von der Soße darauf geben. Die drei Brüder Lofranco voll in Aktion. Schön vermengen. Man kann die Soße auch mit einem Löffel Nudelkochwasser noch geschmeidiger machen, aber auf keinen Fall mit Sahne. Und dann sofort auf den Tisch. Un applauso alla pasta alla carbonara. Der Applaus gilt allen Nudeln.